So, jetzt bist du dran, hoffentlich. Oh, ich wollte da gar nicht hinrennen. Ups. Hab gar nicht gesehen, dass ich den nicht ausgerüstet habe. Eins, zwei. Erwischt. Wo ist der nächste da hinten? Nein, ich will die Blume nicht fangen. Will mal kurz warten, habe ich gehört. Ah, war nicht dicht genug. Ach, die hatten wir auch schon, okay. Hier vorne sieht ein bisschen aus wie ein Vogel. Eins, zwei. Ne. Nee, die wollte nicht. So. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon hatte. Ach, sind zwei gleiche. 15. Boah, davon wird man nicht reich. Aber ich habe eine Idee. Ich gehe mal hier unten lang. Vielleicht sind an den anderen Blumen auch noch Schmetterlinge. Und dann probiere ich da einfach nochmal mein Glück. Ich komme eigentlich drum rum. Wenn ich eine Menge Schmetterlinge abgeben will, muss ich leider auch eine Menge Schmetterlinge fangen. Eigentlich wäre mal so ein Tagesausflug fällig, ne? In die anderen Regionen. Ganz im Westen ist ja noch dieser hübsche See. Da gibt es mit Sicherheit noch mehr Blumen. Und noch mehr Viecher. So, die nächste Chance ergibt sich hier. Eins, zwei, drei, hopp. Man könnte natürlich Feuer mal abspeichern, aber oh, keine Lust. Was? Ich war da schon. Das verstehe ich nicht, weil ich war doch sehr nicht sehr, sehr nah dran, oder? Ich habe sie gefangen, okay. Das ist schön. Komm, fang die Blume. Fang die Blume. Okay, Kosmos brauchen wir eigentlich nicht. Da ist auch noch mal was. Könnte aber der gleiche sein wie der eben. Die Motte, okay. Zwei, drei, hopp. Eins, zwei, drei, hopp. Zwei, drei, hopp. Ich stand auch schon fast auf dem drauf, na meine Güte. Dann halt nicht. Da ist auch noch einer. Das finde ich gemein. Hat keiner gesehen, ne? Mistteile. Ich meinte die wunderschönen kleinen Tiere. Natürlich wollen die nicht gefangen werden. Oh. Die sind leider anderer Meinung als ich. Und hier werden sie noch nicht mal auseinandergerissen, ausgestopft und in Tränke verwandelt. Hier werden die ja tatsächlich in dieses Schmetterlingshaus gebracht. Das ist alles halb so wild und trotzdem haben die keinen Bock. Na, ihr Tiere, kann ich euch mitnehmen? Nö. Plucky, Plucky, Lukas, Missy, Nuff, Nuff, Oko, Doodle und Miss X, okay. Maple, Rosie. Okay. Das sind schöne Namen.
Ach, seht da. Bin ja auf dem dritten Grundstück, das man sich kaufen kann hier in der Gegend. Ich klau mal braunes Holz, wenn ich schon mal da bin. Ich wollte ja sowieso ab und zu mal Holz noch holen. Habe ich zwischendurch gar nicht mehr dran gedacht. Für die Stelle brauchen wir eine Menge Holz. Und da kann ich ja eigentlich hier das schon mal mitnehmen. Dann haben wir schon mal welches da. Ich meine, es stört hier keinen, wenn ich die Bäume einfach mitnehme. Also nehme ich die Bäume einfach mit. So einfach ist das. Braunes Holz brauche ich auch für die ganzen Werkzeuge. Außerdem wollen meine NPC-Kumpels immer mal wieder Brownwood. Warum auch immer, die das einzige wollen, was wirklich irgendwie Mangelware ist. Das. Das. Und hier noch was. Und ein ganzer Baum, der gehört gleich mir. Ich traue mir noch nicht, den Salat zu essen. Ich weiß auch nicht warum. Wieder. Alles meins. Sehr gut. Komm. Solange die Axt noch geht, wird sie jetzt benutzt. Sehr, sehr schön. Kann ich hier vorne eigentlich die Bäume schon mitnehmen? Nö. Aber hier hinten vielleicht. Ja, sehr gut. Ich lasse jetzt mal die Energie weit nach unten gehen und dann gucke ich mal. Brown Wood wäre jetzt natürlich cool. Das würde auch erklären, warum das so lange dauert, den hier klein zu kriegen. Brownwood, ich habe Brownwood gefunden. Gott, endlich. Oh Gott, ich setze mir jetzt hier einen Marker. Wo bin ich denn? Maple. Okay. Die geilste Pflanze gibt's hier. Krass. Also wenn ich das vorher geahnt hätte, wäre ich ja schon eher mal hergekommen. Ich dachte mir nur gerade, warum braucht der Baum so lange? Was ist denn hier nicht in Ordnung? Kann man den nehmen? Dann nehme ich den hier auch. Ja, der wäre auch gut. Smoky Wood wäre jetzt irgendwie besser. Wir brauchen ja relativ viel. Und das Brown Wood werde ich auf gar keinen Fall nehmen. Um eine Scheune zu bauen, sondern natürlich für die Werkzeuge, die wir brauchen. Die gehen ja nach und nach kaputt. Und deswegen brauchen wir da immer mal wieder Nachschub. Nur die Meteorsachen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, die einzigen, die eben nicht kaputt gehen. Oder wo es eben so lange dauert, dass man das nicht mehr mitkriegt. Es ist schon ziemlich spät. Aber einen möchte ich noch. Wir brauchen hier eine Uranium-Axt. Am besten gleich Diamant. Irgendwas richtig Cooles. Das ist meine Axt. Eine Axtabbau-Holz-Dings-Hohlfolge. Wie viel haben wir denn jetzt bekommen? Wow, über 100. Okay, dann hat sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt. Ich dachte, wir kriegen jetzt auch nur 20 Stück oder so. Hier drüben ist noch irgendwas. Cilantro. 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 Moment.
Da ist wieder ein Flattervieh, das versuche ich nochmal. Ja, du bist müde, krieg dich ein. Warte mal, wir haben Kaffee. Krieg dich ein, jetzt hast du sogar einen Boost. Okay, eins. Ja, wir haben die Mutter. Okay. Ich glaube, bei denen findet man dann doch immer die gleichen Insekten, ne? Da müssen wir mal zu anderen Blumen. Na toll. Hauptsache, sie sammelt erstmal die blöde Blume. Na gut. Das sollte wohl nicht, aber ist schon okay. So, ich habe zwar Kaffee-Intus, aber der wird ja nicht ewig wirken und wir müssen jetzt mal dringend zurück. Ab ins Bett. Hier unten könnten noch mal Tiere sein, aber ich glaube es nicht. Ist ja wohl nur Dekoblumen aus Plastik oder so. Ja, schwupp. Gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Was habe ich nur gemacht? Die werden jetzt schon wieder alle gleichzeitig reif. Und warum sind die Pilze von oben so weiß, wenn sie eigentlich braun angezeigt werden? Gut, ernten geht jetzt schneller. Da hat sich irgendwer was Gutes ausgedacht für mich. Oh, shitty Pupsi. Okay, noch 10 Minuten und dann schicke ich sie aber echt ins Bett. Hey, dann können wir die Blaubeeren verkaufen. Dann kriegen wir das Ding noch fertig. Warte. Sehr gut. Lass mich durch. Die Weintrauben, die Blaubeeren waren jetzt das letzte, ne? Nee, Eggplants noch. Naja, gut. Ach Gott. Aber wir wollen nur 30 hingeben. So, machen wir so. 31 ist okay. Den haben wir doppelt. Bei den Schmetterlingen, keine Ahnung. Ich werde mal versuchen, die abzugeben. Hochzeitskleid. Möhrchen, die brauchen wir nicht. Barbecue-Sauce, ja, ist gut gemeint, aber. Rote Schuhe und das Kleid. Ich verkaufe die jetzt mal. Das Eis ziehe ich mir mal hier unten rein. Die Dinger behalte ich. Und dann könnte ich ja. Wein herstellen. Moment, hier ist noch ein bisschen Platz. Boah, sind die groß. Gehen die übereinander? Ja, noch gehen sie übereinander. Das ist cool. Kann man jetzt in dich? Blaubeeren willst du nicht. Barley willst du nicht. Ich weiß, dass Honig geht. Honigwein. Und ich weiß, dass Apfel geht. Ah, wo habe ich denn die Äpfel hingepackt? In den Kühlschrank vielleicht? Ach, komme ich hier nicht vorbei. Mann, bin wohl zu dick. Apfelwein. Okay. Dann kann ich auch gleich die Blaubeeren hier lassen. Und die Pilze und die Dinger brauchen wir auch nicht. Und die Möhren. So. Echt, das ist zu eng, ja? Na komm. Dann mache ich so. Place. Kommst du halt dahin? Ich werde hier mal durchlaufen können. Ja, jetzt geht's. Na 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 na. So, das ist sehr, sehr gut. Ich verarbeite mal die hier, dann haben wir mehr Platz. Und danach werden wir mal auch die hier verarbeiten. Ja.
Fernseh gucken. Ein Pferdplüschtier. Und Mango Curry. Na gut. Jetzt mal schnell noch hierher. Also, wir kriegen Met. Aha. Und hier kriegen wir den Cider, den Apfelwein. Wie ich es gesagt habe. Der ist jetzt 30 wert. Und der Met 80 sogar. Der Honig alleine 20. Also wenn wir Honig günstig kriegen, können wir einen Met verwandeln für 80. Und so ein Apfel bringt 5. Der Wein hingegen 30. Was sagt uns das? Ja, stell Alkohol her, juhu. Genau, das sagt uns das. Einmal Blaubeeren und einmal das hier kann weg. Kleid ist schön, aber wir brauchen es im Moment eigentlich nicht. Ja, ich weiß, ich werde es vielleicht irgendwann bereuen, aber vielleicht irgendwann ist mir zu ungenau. So, ich muss jetzt ganz, ganz dringend... Oh Gott, die Folge ist schon lang. Ich habe hier vergessen zu gießen. Oh Mann, was mache ich? Ich mache jetzt mal die Folge aus und mache gleich eine neue an. Bis gleich, eure Pien, hallo, ciao, ciao.